Ist das Licht komisch? Warum ist das Licht so komisch? Heute gibt es mal wieder eine neue Produktivitätstechnik. Falls du mich noch gar nicht kennst, hallo, ich heiße Lara Emily und auf meinem Kanal geht es hauptsächlich um die Themen Produktivität und Organisation. Heute reden wir über das Thema Habit Stacking und zwar werden wir darüber reden, was es eigentlich ist, warum ich es brauche und was es mir eigentlich bringt, warum mir gerade diese Methode hilft. Dann würde ich euch ein kleines Beispiel zeigen und dann würde ich euch den Prozess erklären. Das heißt, wie wende ich diese Methode an und wie kreiere ich das Ganze? Und am Ende noch einige Tipps von mir für euch. Du kannst sehr gerne meinen Kanal abonnieren für mehr Videos dieser Art jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Warum sehen meine Haare so komisch aus? Ich habe gestern Haare gewaschen, aber ich glaube... Du kannst ja gerne meinen Kanal abonnieren für mehr Videos jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Aber fangen wir direkt an mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Was ist es? Also Habit Stacking ist wie gesagt eine Produktivitätstechnik und zwar basiert sie darauf, dass man neue Gewohnheiten implementiert, indem man diese neuen Gewohnheiten auf alte Gewohnheiten bezieht und sie daran anschließt und sich daran orientiert, so als Trigger sozusagen. Im ersten Moment klingt das sehr verwirrend, aber wenn ich euch nachher ein Beispiel zeige, dann werdet ihr das Ganze auch verstehen. Kommen wir aber erstmal zu der Frage, warum ich das Ganze brauche und was es mir überhaupt bringt. Ich denke mal, dass jeder von uns Gewohnheiten hat, die wir gerne in unser Leben implementieren möchten. Sei es jetzt gesund essen, Sport machen, lesen, meditieren. Es gibt sehr viele gesunde Gewohnheiten, die dein Leben bereichern werden. Und ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, ja, zum Thema gesunde Gewohnheiten, die du in deiner Morgenroutine implementieren kannst. Ich verlinke das gerne mal in der Infobox. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, worum dir genau diese Methode hilft. Und das kommt einfach aus dem Grund, dass diese Methode dich wirklich nicht vergessen lässt, diese Gewohnheit anzuwenden und zu machen. Anfangs sind wir noch sehr motiviert und wollen alles machen und auch durchziehen, aber nach und nach werden wir immer unmotivierter und irgendwann vergessen wir es. Aber in dieser Technik kannst du es einfach nicht vergessen. Es gibt hier diesen Trigger und es ist einfach eine sehr gute Erinnerung, diese Gewohnheit auch zu machen. Kommen wir aber nun zum Beispiel, damit ihr auch wirklich mal versteht, was ich mit diesem ganzen Gelaber eigentlich meine. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ihr wollt gerne Sport machen. Ich denke, das wollen viele. Sagen wir, ihr wollt dreimal in der Woche einen Home-Workout machen. So, was macht ihr dann? Ihr überlegt euch, hey, was mache ich sonst noch dreimal in der Woche? Dann kommt euch in den Sinn, ich gucke dreimal in der Woche ein Video von Lara Emily, nämlich jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Und diese Gewohnheit, mein Video zu gucken, ist dann der Trigger sozusagen. Das heißt, ihr nehmt euch vor, jedes Mal nach meinem Video ein Workout zu machen. Und aus diesem Grund ist mein Video dieser Trigger. Das heißt, wenn ihr jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag mein Video guckt, wisst ihr, ich muss das Workout machen. Und deswegen triggert euch dieses Gucken des Videos und erinnert euch immer dran. Es muss nicht so was Großes sein, es kann auch nur sein zu sagen, jedes Mal nach dem Zähneputzen möchte ich Zahnseide benutzen. Und so entstehen auch Routinen, dass man immer nach einer anderen Gewohnheit eine andere Gewohnheit anschließt. Ich denke mal, wir alle haben schon so ein bisschen Habits in unserem Leben integriert, sei es jetzt nach dem Abendessen putze ich meine Zähne, sei es jetzt nach dem Aufstehen gehe ich an mein Handy. Und das ist halt nicht so eine gute Gewohnheit, aber das ist auch ein Teil von Habit Stacking. Da wir jetzt alle wissen, wie das funktioniert und was es uns bringt, kommen wir zu der Sache, wie wende ich es eigentlich an und wie kreiere ich eigentlich diese zwei Gewohnheiten. Wir haben ja zwei Arten von Gewohnheiten. Einmal haben wir die Ankergewohnheiten, nenne ich das mal. Das wäre jetzt zum Beispiel meine Videos gucken. Und wir haben die neuen Gewohnheiten, die wir gerne machen würden, sei es jetzt Sport, Lesen. Was kann man noch machen? Was möchtet ihr gerne machen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und ich würde euch vorschlagen, ihr schreibt einfach mal alle Gewohnheiten auf, die ihr schon macht und alle Gewohnheiten, die ihr gerne neu machen würdet. Falls du Inspiration brauchst, habe ich wie gesagt auch schon ein Video gemacht mit ganz vielen tollen Gewohnheiten, die du in deinem Leben implementieren kannst und die dich dann gesünder und besser leben lassen. Eigentlich ziemlich simpel. Also wir haben diese ganzen Ankergewohnheiten, wir haben die ganzen neuen Gewohnheiten. Dann der Prozess ist, dass du es zusammenfügst. Und dann musst du es nur noch anwenden und dann bist du eigentlich schon fertig. Das haben wir noch nicht alles für heute. Ich habe nämlich noch einige Tipps, die euch bestimmt helfen werden, also bleibt gerne dran. Mein erster Tipp, um eure Ankergewohnheiten aufzuschreiben, ist nämlich eure Morgenroutine und Abendroutine aufzuschreiben.
Da ich denke, dass wir morgens und abends ganz viele Gewohnheiten haben, aber zwischendrin ist unser Tag, zumindest bei mir, sehr offen geplant. Und da habe ich halt nicht wirklich Gewohnheiten, die ich immer jeden Nachmittag oder Vormittag mache. Aber morgens und abends mache ich halt immer die gleichen Sachen. Und deswegen wäre es sehr sinnvoll, seine ganze Morgenroutine aufzuschreiben und zu gucken, was habe ich da für Gewohnheiten und Abendroutine, was habe ich da für Gewohnheiten und so weiter. Der nächste super Tipp ist es, mehrere Gewohnheiten aneinander zu schließen. Und so, wie gesagt, entstehen auch Routinen. Das heißt, wenn du sagst, ich wache auf. So, das Aufwachen ist der Trigger für mich, etwas zu trinken. Trinken ist der Trigger für mich, zu meditieren. Meditieren ist mein Trigger zu lüften. Lüften ist mein Trigger zu lesen und so weiter. Und so entstehen halt diese ganzen Ketten und diese ganzen Routinen. Mein nächster Tipp wäre noch, fang klein an. Die Sache ist, wenn du mit großen Dingen anfängst und jetzt sagst, jedes Mal, nachdem ich aufgestanden bin, möchte ich 5 Kilometer laufen, das wirst du nicht machen. Also du wirst vielleicht schon machen, aber das wirst du nicht lange machen. Deswegen ist es wirklich sinnvoll, wie bei jeder neuen Sache eigentlich klein anzufangen. Du kannst ja erstmal sagen, nach dem Zähneputzen möchte ich Zahnseide benutzen. Das ist so eine kleine Sache, die du erstmal implementieren kannst, um zu gucken, ob es überhaupt für dich funktioniert, diese ganze Sache. Aber ich denke eigentlich schon. Also fang an bei einem Glas trinken, bei 5 Seiten lesen, bei einem Homeworkout in der Woche. Oder irgendwie sowas. Und mein nächster Tipp wäre auch noch, dass es ganze Zeit braucht, nur dich nicht fertig machen sollst. Ich denke, wir machen uns ziemlich schnell fertig, gerade wenn es um Sachen wie Gewohnheiten geht. Zumindest ist es bei mir so, weil ich mir so denke, ja, ich bin wirklich schuld. Mein Mindset ist nicht richtig und nicht gut genug, aber es braucht wirklich Zeit. Und es ist auch echt schwierig, neue Gewohnheiten zu implementieren, aber das Ganze braucht Zeit. Wenn du dir Zeit gibst und klein anfängst, dann wirst du es auch schaffen. Ich glaube an dich. Schreib mir jetzt gerne mal in die Kommentare, welche neuen Gewohnheiten ihr in eurem Leben implementieren wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon am nächsten Dienstag, Donnerstag und Sonntag wieder auf meinem Kanal Lara Emily. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss! Thank you.